So, und da sind wir wieder und wir haben wieder einen Gegner gefunden für eine 10-Minuten-Partie. Ihr seht, wir sind auch direkt schon drin und E4 eröffnet haben wir auch. Und jetzt spielen wir mal den offenen Sizilianisch. Sizilianer. Das dürfte dir doch gefallen, Melanie, oder? Ja, wir machen das nicht so wie Carlsen, sondern machen hier Genau, D4. Carlsen hat ja gerade erst noch G3 gespielt gegen E6. Aber wir scheuen nicht vor dem offenen Sizilianer. Unser Gegner ist aber auch nicht Vichy Anand. Ah, und Spielst du Drachenmarmeld. Hauptvariante? Ich habe Ach nee, früher. du spielst doch auch das mit Läufer E2, Läufer G5. Ach nee, du hast mit Läufer C4, aber du Ganz ruhig hast jetzt auch mal. Durchatmen, sowas. Melanie. Alles wird So gut. was Ähnliches gespielt wie Also, ich. prinzipiell ist natürlich die Variante mit der langen Rochade, die habe ich auch als Kind und Jugendlicher häufig gespielt, aber dann bin ich auf Varianten mit kurzer Rochade umgestiegen. Wenn du möchtest, können wir mit kurzer Rochade spielen. Es wäre mir eine Freude. Läufer E2 oder Läufer C4 habe ich häufiger Ich schon mal spiele jetzt immer gespielt. mit Läufer E2, Läufer Okay, also so. G5. Das finde ich eigentlich ganz Wir angenehm. spielen mal Aber es geht ausnahmsweise jetzt eh mal nicht mehr. eine Variante, die ich im Repertoire hatte früher. Ja, ich habe Läufer das ja auch G7 davor und ich gespielt. erkläre das mal ein bisschen parallel. Also, ja, erstmal hier die Brettansicht wählen, kurze Rochade und jetzt Turm E1. Erstmal die grundsätzliche Überlegung, dass viele Schwarzspieler, die die Drachenvariante so gerne mögen, uns matt setzen möchten. Die wollen eine Oh. unausgeglichene Stellung, eine scharfe, zweischneidige Stellung, dann uns matt setzen. Das wollen wir Deswegen aber nicht. mögen die es nicht so gerne, wenn man dann positionell gegen sie versucht vorzugehen. Genau. Springer B3 Darf ist ich jetzt auch was hier nötig. Ja, du erzählen? darfst gleich was erzählen, aber vorher noch, nur noch ein paar Worte von mir. Springer B3 ist hier nötig, sonst droht Springer schlägt E4, da der Läufer hier von G7 nach D4 wirkt und Schwarz an taktischem Material gewinnen kann, nämlich einen Bauern meistens, wobei hier dann Turm E4 vielleicht kommen würde. Aber Springer B3, das behält auch alle Leichtfiguren noch auf dem Brett. Und wir ziehen gleich den Läufer nach F1, stellen den Springer nach D5 und spielen dann ganz, ganz ruhig und versuchen unseren Gegner positionell in die Mangel zu nehmen. Toll, und jetzt darf ich noch was erzählen, wo Jetzt du darfst schon du. alles Jetzt darfst du erzählt erzählen. Du hast. spielst mit Läufer E2 und Läufer G5. Was Ja, tust du? aber ich habe das ja auch früher gespielt. Das heißt, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Habe ich mir auch So hast du immer es dann, gespielt? ja, da habe ich mir auch immer deine Partien angeguckt. Ehrlich? Ja. Wow, Aber dann das wusste ich irgendwann gar hat mir nicht. das nicht mehr so gut Oh, gefallen. ja. Und dann bin ich umgestiegen zu, statt also mit Läufer C4 den Läufer nach E2 zu stellen und den anderen Läufer nach G5. Aber das sind so ähnliche Stellungsbilder. Da hat Läufer man auch. G5, das versuche ich immer zu vermeiden, weil häufig der Springer auf C4 auftaucht und man dann den Bauern B2 Ja, das erstmal ist decken aber nicht so muss. schlimm. Das ist nicht schlimm, aber wenn man es umgehen kann, so richtig viel macht der Läufer auf G5 nicht Naja, unbedingt. doch, der droht dann auch Er immer droht, mal. ja. Der wirkt auf E7, droht mal auf F6 rauszunehmen. Also ich bin mit der Variante eigentlich ganz glücklich, aber die ist natürlich Im auch nicht richtigen schlecht. Moment werden wir das auch spielen. C3 ist ein Zug, der immer wünschenswert ist, Genau. um diese Diagonale hier zu schließen und aber auch die C-Linie, dass wir hier keine Angriffsobjekte mehr entlang der C-Linie bieten. Und wir wollen immer mit dem Bauern wieder schlagen und dann so ein Um bisschen die E-Linie Raumvorteil haben, die aufzumachen. E-Linie öffnen, ein bisschen Druck gegen E7 ausüben, Läufer G5 steht auf dem Plan. Auch so etwas wie A4, A5 mit ein bisschen Raum gewinnen. Und Schwarz Spielt Springer C4. spielt hier diese typischen Züge, die man als Drachenspieler gelernt hat. Jetzt Aber es können ist wir. auch in der Stellung, glaube ich, nicht schlecht, oder? Ja, es gibt aber bessere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel mit früh E6 oder irgendwann E6 einschieben oder A6, B5. Das halte ich für unangenehmer. Aber A6, B5 finde ich immer gut, kann man mit A4 angreifen und dann hat Ja, man auch noch eine Angriffsmöglichkeit. das stimmt auch, aber es gibt konkrete Stellungen, wo das nicht so gut Ja, ist. das stimmt. Also wir können jetzt A4 spielen oder Springer D2 ist sogar auch ein Zug. Springer D4. Ja, A4. Ich würde erstmal Ja, A4, A4 finde A5 ich. und dann gucken, was der Gegner macht. Ja. Viele spielen dann hier E6, was dann immer den D6 ein bisschen weich macht. Oder schlagen erst auf D5, spielen dann E6. Möglich, aber nichts, was uns das Fürchten lehrt. Schwarz wollte vielleicht selbst auch mal B5 spielen. Das verhindern wir hier. Und wir wollen dann vielleicht auch A5 und A6 Ja. androhen. Und in manchen Varianten kommt sogar der Turm über A4 dann ins Spiel und greift Greift diesen den an, Springer ja. an. Natürlich nicht, wenn der Läufer hier steht. Ja, und wenn Schwarz selber mit A6 oder so reagiert, dann wird natürlich das Feld B6 auch immer Das stimmt. schwach.
Und ja. In der anderen Variante mit Läufer G5 hat man auch immer die Idee, F4 mal zu spielen. Ich weiß nicht, ob das hier, aber eher, wenn der schwarze Ja, Läufer sich nicht. nach E6 stellt. Aber trotzdem, da steht dann auch der Turm noch meist auf F1, ist schon noch ein bisschen was anderes. Das lehrt uns jetzt nicht das Fürchten, Läufer E6. Schwarz Nö. verliert ein Tempo, hat aber die Idee, jetzt Läufer D5, ED5, Springer B6 zu spielen und diesen Bauern anzugreifen, den man nicht so recht decken könnte. Ne? Außer Das. mit G4. Aber wir wollen ja eh A5 spielen. Ja, wir spielen jetzt A5. Ich wollte das nur ganz kurz zeigen. Läufer D5, ED5, Springer B6 und dann G4 mit der Idee, Dann kann kein Springer Springer B schlagen. schlägt D5, G5 oder Springer F schlägt D5, A5. Und G4 hat dann auch die Idee, Läufer G2 zu spielen. Aber wir können ja auch G3 spielen, um dann diesen Bauern so zu decken. Aber A5, denke ich, ist sehr sinnvoll, um dem Springer das Feld B6 zu nehmen und Turm A4 zu drohen. Und hier haben wir schon eindeutig Vorteil. Sehr, sehr viele Spieler spielen so oder so ähnlich mit Schwarz, weil sie nicht so recht wissen, wie sie gegen diese Variante fortsetzen sollen. Denn die meisten konzentrieren sich ja auf die Abspiele mit der langen Rochade. Ist sicherlich auch viel kritischer. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Punkte hier gesammelt mit Weiß. Vor allem gegen etwas schlechtere Spieler. Die wissen häufig nicht, was sie machen sollen. Und dann kann man mit immer denselben Plänen praktisch die Gegner so ein bisschen überspielen, wenn es gut läuft. Ja, deswegen habe ich das eigentlich früher ganz gern gespielt, aber E4 spiele ich eben nicht mehr. Ne? Ja, weiß nicht, ich habe da eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dann eher mit der Läufer G5-Variante, aber auch das, auch wenn das prinzipiell nicht so ganz meinem Spielstil entspricht, ich ja doch eher so ein bisschen Hau Ja. drauf Schach manchmal Mich spiele, überrascht das aber auch, dass du mit kurzer Rochade ja, hast weißt du, das nie ist die so, Zeit gehabt, so die. Trade-off. Ich mag einerseits keine Theorievarianten lernen, andererseits mag ich lieber aggressive Stellungen. Das lässt sich aber meist nicht so gut vereinbaren. Deswegen spiele ich häufig erstmal so Varianten, wo ich mich dann so auskenne, ein bisschen weiß, wo der Hase langläuft. Und dann ist das auch ganz angenehm. Zum Beispiel die Ich verstehe. Hauptvarianten Drachen, da muss man ja echt immer auf dem allerneuesten Stand sein. Okay. Ja, Hauptvariante Drachen ist immer die kritische Herangehensweise, aber so muss man sehr, sehr viel kennen. Und da gibt es auch immer wieder mal neue Ideen. Unser Gegner hat jetzt König H8 gespielt, mit der Idee, vielleicht Läufer G4 mal zu spielen. Und jetzt Und konnten mit wir Springer unsere schlägt. Idee, die wir vorhin schon angekündigt haben. Ja, und jetzt geht er zurück mit dem Springer. Also er zieht hin und zurück. Das kann nicht gut sein. Was wir jetzt machen können, ist H3 mit der Idee F4. Oder Turm B4, das können wir sogar auch machen. Oder Läufer G5, das hat jetzt ein bisschen mehr Sinn, denn auf B2, da wird nichts mehr so schnell schwach. Fällt mir irgendwie alles gut, außer Turm B4. Also Ja, spielen wir Läufer G5. ja. H3 ist, der Springer geht dann halt nach C6 und dann ist nicht so klar, was wir erreicht haben. Aber Läufer G5 sieht ganz gut aus. Wir zwingen Schwarz jetzt zu diesem Abtausch auf D5. Weil den Doppelbauern will er sich ja nicht machen lassen auf Genau, F6. und sonst kann er den Springer zum Beispiel nicht nach D7 stellen, weil E7 dann Er durchhängt. könnte den anderen nach D7 stellen. Ja, aber das wäre jetzt sehr, sehr passiv dann. Dann könnten wir zum Ja. Beispiel Springer F4 spielen und uns den Läufer auf E6 krallen. Zum Beispiel. Oder eben Turm B4 und dann gibt es keine gute Möglichkeit, um B7 zu decken. Davor wäre Turm B. noch Dame Ja, D7 Dame D7. gegangen, Aber auch aber Turm dann. B8 geht doch immer, oder? Ah, Jetzt unser Turm Dame hängt. D7. Okay, aber wir spielen den Turm B4. Verstehe noch Und. nicht, was du an dem Zug so toll findest. Weil der steht doch auch in meinem Springer C6 drin irgendwie. Ja, stimmt, Springer F6 könnte etwas unangenehm sein, aber wir haben zur Not noch Läufer B5. Aber dann kann er nie auf D5 nehmen. Kann er doch eh nie. Dann muss er jetzt doch. Springer C6 erwarte ich jetzt und dann können wir Läufer B5 überlegen und dann muss er mal gucken, wie er das Problem mit dem Springer auf F6 löst. Vielleicht spielt der Springer G8. Dann können wir aber A6 vielleicht spielen. Also sehr viele Ideen in dieser Stellung. Außerdem Springer C6, Läufer B5, droht A6 und Springer D4 dann in der Folge. Also gefällt mir schon ganz gut. Läufer B5 und er kommt auch nicht so recht raus aus der Festung, Kann er, oder? doch, er kann einfach die Dame Dame D8. wegziehen. Dann So nehmen wir aber auch schwierig C6 und ist dann das nehmen wir jetzt auch nicht. F6 und stehen gut. Ja. Ja, wobei ganz klar ist das jetzt noch nicht, Na aber gut, ja, sonst zur machen wir Not jetzt können wir mal. auch wieder einen Turm zurückziehen. Da wäre Ja, ich aber wenn es lieber. blöd läuft, dann nimmt er mit dem Bauern auf C6 wieder und spielt dann C5 und dann haben wir Probleme hier mit dem Turm, mit dem Springer.
Ich meine ja, zur Not können wir nach Dame D8 auch Turm A4 machen. Das stimmt. Und wir hätten nichts verloren. Ja. Ja, also er zieht ja auch hin und her, ne? Ja. Wir können auf C6 nehmen, dann auf F6 nehmen. Mir gefällt Turm A4 eigentlich besser. Turm C4 nicht so sehr. Na, bei Turm A5 hängt es auch irgendwie so ein bisschen, na, nicht richtig, aber... Turm A4. So, wir halten also die Spannung weiter aufrecht und... Das ist ja auch, guck, jetzt haben wir beide ein bisschen hin und her gezogen, aber dadurch, dass er weniger Zeit hat, ist das ja nur gut für uns. Auch, haben wir ja wieder schlau gemacht, ihr. Ja. Natürlich. Alles geplant. Ja. Ja, also wir haben noch 6 Minuten. Es ist auch einfach viel unangenehmer für Schwarz, weil wir hier allerhand Ideen haben, mit denen er jedes Mal rechnen muss, Zug für Zug. Ja, Springer F6 droht er jetzt immer noch. Und wenn er jetzt A6 spielt, dann können wir auch wieder mit dem Läufer zurück. Also hin und her. Und dann hätten wir das Feld B6 für unseren Springer zum Beispiel gewonnen. Turm E8. Den okay, jetzt müssen wir A6 spielen. Warte mal. Ja, warum ist ein guter Zug. Wieso willst du nicht auf F6 rausnehmen? Ja, das können wir gleich immer noch. Er hat jetzt hier konkret Probleme. Er kann ja nicht auf D5 nehmen, weil der Springer gefesselt ist. Und auf B6 können wir Springer D4 überlegen. Kommt Läufer D7 vielleicht. Oder Springer B4, das können wir auch überlegen. Kommt immer Läufer D7. Sogar Turm C4. Wir können jetzt aber auch endlich mal da schlagen auf F6. Ja, das finde ich eigentlich auch. Womit? Springer F4. Sehr viele verlockende Möglichkeiten hier. Also ich finde sowohl Springer als auch Läufer sieht gut alles aus. Gut aus. Oder Springer D4 mal spielen. Wenn wir mit dem Springer D4, oder? Wenn der Läufer dann wieder rauskommt, ja. Welcher Läufer raus? Auf E8. Du kannst ja nicht einfach mal was hinstellen. Auf E8? Na, wenn er den rausnimmt und wir auf E8 nehmen, dann muss der Läufer so ja auch noch rauskommen. Ach wieder. So meinst du. Aber kommt er ja. Wir können einfach wieder spielen, nehmen, ja. Ja, das ist immer gut, wenn man dem Gegner viele Möglichkeiten gibt, wenn er nicht mehr so viel Zeit hat. Dann hat er viel zu berechnen, viel zu grübeln. Und ja, spielt hier Läufer D7. Ja, der war auch, glaube ich, einleuchtend. Ich würde sagen, machen wir einen Generalabtausch auf C6 und dann auf F6 und dann haben wir einfach die bessere Bauernstruktur. Gut. Haben wir uns jetzt schon entschieden, ob wir mit dem Springer oder Läufer nehmen? Ich würde sagen, mit dem Läufer. Damit wir die bessere Figur haben. Ja. Wieder die Qual der Wahl, wie macht das hier? Ja, ist nicht so einfach, ne? Aber ich würde wahrscheinlich fast mit dem Läufer nehmen. Oder? Wie würdest du mit Schwarz? Ja, wahrscheinlich. Weil wenn man aber Bauern nimmt, dann hat man so einen blöden. Man leidet, so oder so. Ja, so. Können nehmen und Dame D5. Ja, ich würde den auf jeden Fall rausnehmen, weil sonst haben wir ja nichts gekonnt. Ja. Dame D5 und dann hängt F7 noch. Ja, wird Turm C7 oder Dame C7 kommen. Mhm. Ja, oder Dame D7. Turm D4 ist eine Möglichkeit. Das ist so eine Carlsen-Stellung. Ja, blöd, dass wir nicht Carlsen sind. Ja. Aber vielleicht auf dem Wege dahin, wenn wir diese Stellung richtig behandeln. Kann auch also Schwarz hat 2 Schwächen. Und das reicht ja eigentlich aus, ne? 2 Schwächen. Und vielleicht die Damen. Aber unser Bauer könnte auch mal vielleicht in Bedrängnis. Vielleicht können wir auch mit B4, ach nee, der C3 hängt immer. So, jetzt müssen wir mal Dame und Turm aktivieren, sonst kommt vielleicht noch F5 oder so etwas. Wie willst du das verhindern? Die Dame würde auch auf D4 sich ganz gut machen. Will er jetzt wirklich F5 im nächsten spielen? Kann uns passieren, wobei wir natürlich auch immer dann mit dem Turm auf E4 zurückschlagen können. Also, ja, aber wir kommen nicht raus von alleine aus der Fesselung. Wir haben ja ganz viel Zeit, wir können uns was überlegen. Turm Dame A4 ist vielleicht auch nicht ganz so angenehm für ihn. Und dann Turm FD1. Ja, so haben wir es geschafft, auf der Fesselung zu gehen, auf jeden Fall. Turm C5, Turm D1. Wir müssen dann nur aufpassen, dass dann nicht D5 geht. Ja, ne? Wir müssen ein bisschen auf die Grundreihe aufpassen. D5. Ja, D5 ist unangenehm, finde ich, weil... Ich finde, der Bauer ist schwächer als der andere und wenn Schwarz es schafft, den abzutauschen, alles geht ja trotzdem noch. Wir nehmen einfach zweimal mit dem Turm. Ach, und dann können wir auf E8 oder was? Ja, wobei. Nee, dann wir haben ja der E4. Ja, aber dann haben wir einen Turm ins Spiel. Ja gut, dann kriegen wir den A7, ja.
Wahrscheinlich schon, ja. Obwohl, wir müssen Du musst ja auch. gucken mit deinem Mikrofon, dass da die Haare nicht so reinfallen. Ja, Stellung gefällt mir immer noch sehr gut. Jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken, dass er nicht zu viel Gegenspiel bekommt. Vielleicht mal ein Zug wie H3. Ja, aber der Bauer hängt so. Ja, aber dann haben wir dann wieder haben wir dieses immer das Endspiel. Endspiel. Oder F3, aber das schwächt halt ein bisschen, ne? Nicht, dass er dann auf Ideen wie F5 kommt. Wir können auch F4 einfach spielen, vielleicht. Ja, einfach kommt Turm E6. Ja, wir haben es nicht ganz genau behandelt, habe ich das Gefühl. Na, damit C6 wäre mal schön, aber vielleicht nicht sofort. Wie machen wir es? Weiß nicht, Vorteil von F3 ist auf jeden Fall, dass wir dann nachher dann drohen direkt ja, auf D6. Wir spielen jetzt mal F3. Ist auch so ein halbes Luftloch. F5 und jetzt könnten wir auf D6 nehmen und Dame D4 spielen oder so etwas. Oder Turm D7. Ja, oder auch Turm schlägt Dame schlägt E8. Vielleicht mal. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Aber es ist oder, auf jeden Fall ein Motiv, was in der Stellung ja, ist. Ja, stimmt. Oder hier F4. Wir können auch E8 nehmen, Turm D8, aber nicht das bringt ganz, uns wahrscheinlich nicht ganz nicht klar, so ob das viel. So viel bringt. Turm D7. Oder wir nehmen erst auf E4 und schlagen dann auf E8. Vielleicht. Wohin und geht er eigentlich nach F4? Turm E6 wahrscheinlich, ne? Turm D7 dann, Dame D4. Wir zentralisieren einfach mal unsere Figuren und versuchen, nur ein bisschen Kontrolle über die Stellung zu bekommen. Ja, Turm D7 ist nicht ungefährlich für ihn. Ja, so. Wir können auch auf E8 nehmen. Aber Dame jetzt hängt D4 der schon. A6 dann auch. Dame D4 ist noch unangenehmer und jetzt Turm D7 als nächstes vielleicht. Wobei, dann kann er mit Dame C5 die Dame tauschen. Aber dann hängt ja der A7. Den kriegen wir ja dann. Oder? Stimmt. Ja. Das müsste ja eigentlich gut sein. Wir müssen aufpassen, dass der E-Bauer nicht zu gefährlich wird. Wir können auch erst den A7 nehmen. Weil wenn wir mit der Dame nehmen, dann kann er mit dem B-Bauern nehmen, dann vielleicht noch Turm E6 machen. Puh, weiß ich nicht. Müsste eigentlich auch. Wir müssen ein bisschen auf den E3 aufpassen. Nehmen wir schon mal hier auf A7. So, jetzt Turm B8 haben wir keinen. Aha. Da kommt auch schon das Gegenspiel. Das ist natürlich etwas unangenehm. Gut, Turm E1 haben wir ja auch immer eigentlich. Ja, wir müssen hier ein bisschen den passiv jetzt spielen. Machen? Wir haben auf jeden Fall sehr viel mehr Zeit. Also die Partie werden wir vermutlich gewinnen. Nicht das so souverän, genau. Aber C4. Ja, damit wir nicht B4 machen. Das wäre nämlich eigentlich auch so mein nächster Plan gewesen. Den hätten wir vielleicht auch machen können statt Turm E1. Aber gut. Jetzt zu spät. Ja, jetzt können wir Turm C7 spielen oder vielleicht den König ranholen. Ja, aber ich glaube, das Turm ins Spiel könnte nicht mehr so gut sein für uns. Ja, spielen wir Turm C7, oder? Ja, könnte aber auch noch gute Gewinnchancen bieten. Turm nach A2 spielt er. Da habe ich was. A7, Turm B2, Turm E3 möchte ich spielen. Ja. Ablenkungsmanöver. Ja, irgendwie haben wir uns hier durchschlawinert. Ja, das macht nichts, dann nehmen wir einfach auf C4. Und dann versuchen wir mit unseren anderen Bauern zu laufen, oder nicht? B4 oder? Ja, führen wir mal den König ran. Turm A2 spielen wir Turm B4. Ah, das ist clever. Aber ist das auch clever genug? Das ist doch nicht schlimm, oder? Turm D4 nehmen, Turm E4. Aber auch was droht denn überhaupt? Turm D2. Und dann? Naja, dann Nerven auf der zweiten Ach, Reihe. Oh, ich dachte, ja, wir haben ja immerhin zwei verbundene Freibauern. Aber wir sollten auf jeden Fall ein bisschen spielen, glaube ich. Vielleicht Turm D4 besser. Turm D4 nimmt Turm E4. Und dann laufen wir König E2 vielleicht. Das könnte nicht reichen. Ja, aber wenn wir jetzt die Zeit ablaufen lassen, dann reicht das auch nicht. Ja, das stimmt. Okay, dann müssen wir jetzt einfach ganz schnell irgendwas ziehen. König E2. Warum nicht? Ah, nicht optimal hier gelaufen alles für uns. Wir haben Bauern mehr. Ja, aber es und kommt das jetzt kann man Turm auch E4 Schach. So, wir haben jetzt einen Freibauern. Ja,
gewinnen halt auch Zeit. Naja, also Stellung ist mit Sicherheit Remis, aber der König ist schon relativ nah dran. Der schwarze König ist hier abgesperrt entlang der E-Linie. Wir können jetzt versuchen, relativ schnell mit dem B-Bauern loszulaufen. Schwarz wird dann einen Freibauern auf dem Königsflügel sich schaffen, aber das dauert viel, viel länger. Also vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen Gewinnchancen hier, aber haben ihn ein bisschen rausgelassen. Doch noch kein Carlsen, der in uns steckt oder noch nicht ausgebrochen ist zumindest. Noch nicht ganz. Aber gewonnen ist gewonnen gegen Schachai und 62 inzwischen, Melanie. Mensch, das läuft. Du näherst dich der Bestenliste an. Mit 7-Meilen-Stiefeln. Ja, gibt es auch eine Frauenbestenliste? Leider noch nicht, aber vielleicht kannst du das ja. Nee, demnächst. Bin ich ja eigentlich gar nicht so ein Fan von, wenn man das so trennt alles. Aber. Ja, interessant. Das wird auch gleich noch zum Thema werden in unserer Fragestunde, habe ich das Gefühl. Okay, ja, die Partie war nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Wir haben gewonnen, das ist okay. Genau, vielleicht wird die nächste ja ein bisschen interessanter. Also, ja. Bleibt dabei und danke fürs Zuschauen. Bis dann.